Hallo und herzlich willkommen, liebe 3D-Druckfreunde, hier bei Willis 3D-Druckkanal. Mein Name ist Willi und heute endlich mal wieder Fragen über Fragen. Ja, wer die Serie noch nicht kennt von mir, schaut doch mal in das erste Video rein. Dort erkläre ich das. Und hier geht es anders darum. Ich stelle euch mal eine Frage und vielleicht könnt ihr mir die beantworten. Und das Thema ist Bamboo Lab Studio. Ich bin hier gerade am Ausdrucken von den IKEA Skadis, ja, da gibt es ja eine Menge, war selber überrascht, gehe in Ikea, kaufe mir die Wand und habe gedacht, na, bevor ich jetzt selber hier rumbastel, gucke ich mal, was so im Internet gibt. Und da wurde ich total fündig, selbst die Wände kann man mittlerweile ausdrucken, da habe ich mir gedacht, super, gut, aber das ist nicht das Problem, sondern Bamboo Lab Studio, ich weiß nicht, ob euch das so geht, auch hier mal die Frage an den Windows-Usern, also hier, bei meinem Mac, ja, also ich mache ja die SCADIS-Wände hier für das andere Studio, um da Sachen hinzuhängen, die ich brauche, ja, da denke ich mir, geht das mal, also das ist mir jetzt schon so oft passiert, dass es komplett weg ist, ja, also um was geht es hier? Um die Vorschauen, ja, die Dateien sind natürlich da, brauchen wir keine Angst haben, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas schnell mache und dann doch umswitche, was anderes vorher drucke oder auf dem A1 drucke statt auf dem P1P, dann ist das immer hilfreich, wenn man dann unten die Dateien hat, die anklickt und dann wiederholt. Aber jedes Mal, und wie gesagt, das ist jetzt das Öfteren, ich habe auch im Internet nachgeschaut, da ist das auch ein Thema, dass auf einmal startet es neu und komplett die Vorschauen sind weg, teilweise sogar die Profile musste wieder neu einrichten und ich habe auch schon mal in die Tiefe geschaut, kann da leider nichts finden und zwar ist das seit dem neuen Update. Meine Frage an euch ist, ja, habt ihr das auch? Ich zeige euch jetzt mal, um was es hier geht, damit ihr das seht, was ich meine. Und zwar geht es hier in diesem Bereich um die zuletzt geöffneten, ja, also erstmal hier, ihr seht schon, dass ich hier wirklich viel SCADIS gerade ausdrucke, alles das, was ich finde, was nützlich ist. Jedes Mal, wie gesagt, wenn ich jetzt mal neu starte oder eine Pause mache und den Rechner hochfahre, möchte das laden, dann sind die ganzen Vorschaubilder weg, ja, also besser gesagt, die letzten Dateien. Plus, dass ich jedes Mal ihn neu einrichten muss. Und meine Frage ist wirklich, habt ihr das auch? Wir können ja mal gucken. Wir haben hier, und das zeige ich euch, dass ich hier die neueste Version drauf habe. Und die ist dann auch hier, viele haben gesagt, schau mal in den Konfigurationsordner. Das habe ich hier auch gemacht. Ja, seht ihr, kommt man direkt rein, aber auch hier finde ich überhaupt nichts. Also ich bin da ratlos, wie viele andere auch, warum man das macht. Und wichtig wäre eigentlich für mich, mehr oder weniger zu wissen, passiert das im Windows auch, also für die Windows-User, oder ist das so ein typisches Mac-Problem? Hier schauen wir mal, ich habe hier die Version 1.8.4.5.1. Ich finde das total nervig, wenn man dann jedes Mal irgendwie neu anfangen muss, dann erstmal gucken muss, dann wieder hier reingehen muss, wo sind die Dateien, die ich brauche oder die ich vorher runtergeladen habe. Deswegen, vielleicht hat der eine oder andere dasselbe Problem gehabt, ein Tipp für mich. Und jetzt sehen wir uns wieder vor dem Bildschirm. Ja, vielleicht, wie gesagt, hat der eine oder andere dasselbe Problem. Mich nervt es halt nur, weil komischerweise ist es immer dann, wenn ich wirklich was Spezielles drucken will, wenn ich so mehrere Platten habe und dann will ich das wieder öffnen, dann ist auf einmal wieder alles weg. Dann habe ich vielleicht auch noch schon die Größen geändert. Brauchen wir nicht reden, die Dateien sind natürlich irgendwo da. Das ist kein Thema. Mir geht es halt aber um den schnellen Zugriff. Und ja, für mich läuft das halt einfach nicht sauber. Plus, dass ich jedes Mal dann auch gucken muss, dass ich die Bamboo Labs wieder installieren muss. Geht das nur mir so oder euch auch so? Hier könnt ihr mir mal helfen. Schreibt eure Tipps, Meinung. Mich interessiert hier alles, ob euch das auch schon passiert ist. Und ja, wie findet ihr das zum Beispiel? Ja, ist das nicht negativ eigentlich für IKEA? Keine Ahnung. Aber wir sind ja 3D-Drucker, wir drucken alles und ich habe dann auch überlegt, ach, das nehme ich mal mit bei IKEA, so eine Wand und wenn ich was brauche, tue ich mir das in Fusion 360 kreieren, aber es gibt so viel davon, da könnte man ein ganzes Video davon machen. Na, eure Meinung, habt ihr das auch? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da
drauf eine Antwort gibt. Und ja, es gab jetzt lange Zeit wieder keine Fragen über Fragen, weil ja, bin beschäftigt. Manchmal gab es auch für mich jetzt keine Fragen. Und deswegen, ich möchte dieses Thema wirklich wieder aufrechterhalten. Das heißt, wenn ihr Fragen, Probleme habt, schreibt mir, schickt mir eine E-Mail, schreibt in die Kommentare rein, dann nehme ich das auf und recherchiere und dann mache ich auch ein Video drüber. Also bis dahin, hoffentlich könnt ihr mir helfen. Euer Willis 3D-Druck. Ciao.